Okay. Dann. Okay, wir brauchen nicht mehr viel an Slabs. Deshalb vielleicht nur so zwei. Das reicht auf jeden Fall. Machen wir das mal hier oben zu. Dann ist die Decke auch schon fertig. Dann müssen wir noch hier Glas. Dann hole ich mal Glas. Fackeln habe ich auch. Gut, Glas ist hier drin. So. Dann die Fackeln. Glaube, das reicht an Beleuchtung, oder? So, hier muss dann kommt eine Treppe hin. Von der Wand, ne? Hier haben wir einen Platz freigelassen. Dann von der Wand. 1, 2. 3, 4, 5, 5 Blöcke. Wir haben noch Stairs. Sind das hier 5 Blöcke? Ich hoffe, 6, 1, 2, 3. Warte. 1, 2, 3, 4. Mist, das sind genau 5. Wenn ich das hier noch zumache, dann. Oder soll ich in eine Kurve gehen? Ich würde gerne hier noch so einen Block lassen, damit wir auch auf die andere Seite kommen. Ich sollte vielleicht so eine Kurve machen. Am besten. Ja. Da muss hier, ne? Ja, ist eigentlich okay, glaube ich. Wir haben noch Oakwood. Was ist das? Das ist Sherrywood. Ja, dann baue ich noch ein paar Treppen. So, 20 Treppen. Hier oben alles wegmachen. Also. Ich bin froh, dass es hier keine Phantome gibt. Ich habe jetzt nicht die Default-Welt gewählt, sondern ich habe Biomes of Plenty, ne? Aber als die Welt kreiert wurde. Okay, besser geht's nicht. Ne? Ich wollte es nicht so ganz an der Wand haben, aber ich glaube, besser geht's nicht. So gesehen muss das dann eigentlich nicht sein, ne? Weil das hat was. Ja, okay, ich lasse das mal so.
Ja. Ich lasse mal so. Dann die letzte Etage. Aber ich glaube, um wieder zurück zum Thema zu kommen, wenn wir halt dann mit den Außerirdischen halt, ne, kommunizieren, ne? Ich glaube, da manchmal führt das auch zu Problemen. Ne? Also zum Beispiel, es gibt schon auf der Erde ist schon Kriege und so, nur allein zwischen den Menschen, zwischen derselben Rasse. Und dann, wenn noch andere Rassen so intellektuell, also intelligente Wesen noch dazukommen. Die haben dann auch andere Technologien, andere Waffen. Ja, wenn die, also wenn man hier runterkommt, dann sieht es schon richtig gut aus. So, Cherrywood brauche ich wieder. Welche Farbe mache ich denn den Dach? Ich glaube auch ein Spruce, ne? Ein Spruce Stairs, also ein Spruce Wood Stairs. Und das wird ein Spaß werden. Okay. Dann mache ich noch den dritten Raum. Das Ende ohne den Dach. Und dann eine Aufnahmepause. Aber ich gehe erstmal schlafen. So. So. Also ich kenne, also wenn ich halt so über Außerirdische und so rede, dann fällt mir halt immer dieses Anime Dragon Ball Z oder Dragon Ball ein. Da sind, finden die Kämpfe auch auf galaktischer Ebene statt. Und da war auch gut Sherwood. Und ich finde, dass die ganzen Aliens da einfach viel zu menschlich aussehen. Ne? Da wurde halt nur ja, da wurde halt der menschliche Körper genommen und dann mit so tierischen Elementen halt ausgestattet. So vielleicht so mit dem Kopf eines Warzenschweins oder ne, vielleicht das Gesicht ein bisschen anders gestaltet, ne? Aber jede außerirdische Kreatur bestand aus einem Kopf, einem Oberkörper, Beinen, Armen, also Beine und Arme. Und ja, vielleicht noch so einen Schwanz. Ich glaube nicht, dass in echt so Aliens aufgebaut sind. Aber dann ist die Frage, wie sind die denn so aufgebaut? Ne, wenn die halt nicht aus Zellen zum Beispiel aufgebaut sind, wie sehen die dann aus? Sind das irgendwie so flüssige Wesen oder irgendwie gasförmige oder ne, wenn man das halt mit so vergleicht? Ich
kenne den, mir fällt gerade nicht der Filmname ein, aber in so einem Film waren die Aliens aus, bestanden die Aliens aus so tentakelförmigen, ja, die waren so tentakelförmig und gleichzeitig auch so aus einem Material oder aus seinem Organismus-Dingens, dass sich das mich so an eine Art Gas erinnerte. Mir fällt gerade nicht der Name von dem Film ein, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das so stelle ich mir ungefähr so ein Alien vor, ne? Also, und in dem Film hat man auch versucht, mit Aliens zu kommunizieren, ne? Da wurde halt so ein Professor gerufen, der, oder die, das war eine sie, die halt versucht hat, mit den Aliens zu kommunizieren. Sie war halt ein Professor im Gebiet der Sprache, ne? Sie konnte halt viele Sprachen sprechen und hat diese auch gelehrt, und da hat sie halt dann versucht, mit den Aliens zu kommunizieren. Sie hat halt versucht, ihr Verhalten halt studiert, dann halt versucht, mit ihnen zu kommunizieren, also Schilder hochgehalten, und die Aliens haben auch geantwortet, aber man hat nicht verstanden, was sie gesagt haben, ne? Also man wusste auch nicht, ob die Schilder halt da was gebracht haben, aber die haben dann was. Achso. So. Die haben halt nur so Zeichen gegeben, so auf so eine Glasscherbe, ne, die standen, also den Professor und den Aliens trennt halt so eine Glasscheibe. Und auf dieser Glasscheibe haben die halt so verschiedene kreisförmige Zeichen gemalt. Und dann hat die Professor halt das studiert, sie hat dann einiges herausgefunden, konnte daraus dann so eine Art außerirdisches Wörterbuch machen. Und ja, dann war sie halt in der Lage, mit denen zu kommunizieren. Und so stelle ich mir das irgendwie auch vor, dass das halt so ablaufen könnte. Dass das halt nicht so über Schallwellen, ne? Wir reden ja so, die Stimmbänder werden dann halt vibrieren durch die Luft, die durch den Hals halt, weht. Deshalb, wenn wir die Luft anhalten, zum Beispiel, können wir gar nicht reden. Ne? Da müssen wir halt ein bisschen Luft rauslassen. Oder wenn wir einatmen, können wir dann reden? Nee, irgendwie nicht. Also klingt dann ganz komisch. Wie man, glaube ich, gehört hat. Ja. Ja, die Fackel bringe ich mal an. So, zack, zack, zack. Und dann noch auf der anderen Seite. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Glas. So. Also, das Lagerhaus ist fast fertig. Noch Patronen, dann noch ein paar Fenster und dann noch ein Dach und dann ist es schon fertig. Aber könnte noch dauern. So, hier war noch Glas. Nimm mal so 23 mit. Dann hier die Werkbank. So. Oh, so rum. Ich nehme mal so 16 fürs erste. Das müsste eigentlich reichen. So. So. Ja gut, da kommt noch ein Dach drauf und dann ist die obere Hälfte, also der obere Teil vom Lagerhaus fertig. Fürs Erste. Die Truhen mache ich halt nach und nach. Und ja. So, ich muss dann noch einen Weg finden, die ganzen Truhen im Wasser abzubauen. Dazu bräuchten wir dann halt eine Tauchausrüstung und dazu Obsidian und Leder. Und Redstone. Und noch ein Material, das mir gerade nicht einfällt. So, haben wir noch Spruce Wood. Ja, das würde ich dann auch gerne verbauen. Ja, 3 Stunden, 6 Minuten. Ich glaube, das mache ich noch. Und dann, ich lagere schon mal die ganzen Sachen ein. Hier das.
Bienenkönigin. Das so hier. Ja, Cherrywood. Ja, wir sind ja damit fertig. Oakwood Planks brauchen wir, glaube ich, noch. Sprucewood Planks brauchen wir, glaube ich, auch. Slabs nicht mehr. Oakwood Slab brauchen wir, glaube ich, auch. Das kann rein. Cherrywood Planks kann rein. Gravel Spinnenauge kommt auch hier rein. So, dann kommt hier Gravel. Das packe ich auch ein. Und ja, dann packe ich hier nochmal die Weizen und das Glas rein. So, Glas. Dann hier Weizen. So. Ja, sieht nach was aus. Dann mache ich da vielleicht auch so einen Dachkreis, ne? So hier. Ich muss mir nur schauen, wie ich das am besten mache. Dazu muss ich wahrscheinlich ein paar Videos anschauen, wie man das am besten machen kann. Hier ist noch was gewachsen, aber mache ich alles in der nächsten Aufnahme. So, das sage ich alles noch ein. So. Eine Spinne. Ich mache das erstmal auf der Höhe. So. Das waren auch die. Das war der Sprucewood. Ach, da ist die Spinne. Sie ist ja auf uns fixiert. Ja gut, dann gehe ich kurz schlafen und bringe die Seed weg. Hallo, zack. Das kommt auch weg. Da kommt es dunkel, das heißt, das ist dann halt ganz gut, um aufzuhören. Obwohl, ich wollte noch nach den Schafen schauen. Ich glaube, das wird nichts. So dauert das ewig. Ich glaube, ich muss unterwegs immer so Wolle sammeln. Ja gut, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Boah, in dieser Aufnahme haben wir echt viel gemacht. Anfangs, oder nicht in dieser Aufnahme, aber in den heutigen Aufnahmen. Wurde ja ein paar Mal unterbrochen, ich bin auch sehr oft gestorben. Und ja. Jedenfalls haben wir durch die Höhlenerkundung ein paar Materialien bekommen. Darunter viel Eisen und Kohle. Ich glaube, das war auch unser Primärziel. Dann würde ich mal in der nächsten Höhlenerkundung vielleicht so Diamanten und Obsidian farmen, ne? Und mit unserer Rüstung können wir jetzt auch ein bisschen mehr aushalten. Nur die kleinen Zombies werden vielleicht ein bisschen lästig sein. Die sind schwer zu erwischen und die rennen einem immer rum. Vielleicht wäre es so eine gute Taktik, sich in eine Ecke zu stellen und dann von dort aus anzugreifen. Ja, dann haben wir auch noch dieses Lagerhaus angefangen zu bauen und hier den Boden ein bisschen zu verkleiden. Und ja, das sieht echt nice aus, ne? Die Farbe, das Licht und die dunklen Balken. Wenn da noch so ein Dach hinkommt,
ja, das wird echt gut aussehen. So ungefähr sollte auch das Haus aussehen, nur halt mit Wolle, ne? Und dann hier drumherum so ein Kirschbaumring. Und hier dann noch Erde. Und auf dieser Erde dann ein paar Blumen und so. Das kann das werden. Ja, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Die Höhlenerkundung und so. Ich war vielleicht danach für eine Weile ruhig, weil das hat mich echt fertig gemacht, aber danach konnte ich mich hoffentlich noch fangen, ne? Mir sind schon ein paar Themen eingefallen, ich habe ein paar Rätsel gemacht. Ich hoffe, das war okay. Und ja. Ja gut, dann beende ich die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.